Ja, herzlich willkommen. Heute war ja Nikolaus und habt ihr auch ordentlich eure Schuhe geputzt? Falls ja, wurde euch auch wirklich was reingelegt? So ein paar Süßigkeiten, ein paar Mandarinen. Naja, ich habe meine Schuhe auch geputzt, aber mein Vater hat einfach reingeschissen in die Schuhe. Und dazu noch eine verfaulte Mandarine gepackt. Korrekt, Mann. Danke. Du bist der beste Papa der Welt. Ja, wie auch immer. Ich glaube, ich habe den abgefucktesten Weltrekord der Welt gefunden. Guckt mal, es gibt Millionen Dinge auf der Welt, in denen man der Beste sein kann. Man kann der krasseste im Fußball sein, der krasseste auf YouTube. Man kann irgendetwas Heftiges Neues erfinden und das dann mastern, wie hier zum Beispiel. Ja, und dann gibt's noch den Typen hier. King Way erstellt Rekord auf im Bungee-Jumping, um ein Nugget in eine Soße zu dippen. Oder ist das ein Keks in einen Kaffee? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist das Britischste, was ich jemals gesehen habe. Wer kommt auf diese Idee? Und wer lässt das zu? Wer stande da unten und überprüft alles, um dann zu sagen, herzlichen Glückwunsch, Sie haben erfolgreich ein Nugget aus 200 Meter Höhe in ein Bucket gedippt. Ich kann mir die Situation nicht vorstellen. Ist dann auch so die Familie mit dort unten, so die dann so alle anfangen zu heulen, so, oh mein Gott, du hast es geschafft, wir haben immer an dich geglaubt. Bro, was zum Teufel? Ja, aber trotzdem war das smooth, muss man sagen. Stellt euch vor, die hätten sich so ein bisschen verkalkuliert beim Ausmessen von dem Seil. Bro, caught lacking. Oh no, die Bananenschale. Bro, what the f***? Wie bekommt man erst ein Schulverweis-Tutorial? Was war das eigentlich für ein goofy Slow-Motion-Hinfaller? Der Bree ist einfach in Zeitlupe aufs Maul geflogen. Das wird besser bei jedem Mal anschauen. Genau sowas passiert, wenn der Lehrer kurz eine Minute rausgeht zum Kopieren. Original genau so. Die Klasse wird zur Hölle, wenn der Lehrer nicht da ist. Das passiert vorne in der ersten Reihe. Und hinten, letzte Reihe, sieht entweder so aus. Oder so. Oh shit. Yo, der Stuhl wurde einfach zur Waffe. Wo sind die Beine von dem hingeflogen? Ich war auch immer einer von diesen Kandidaten. Nur Sch*** gebaut. Und wenn meine Eltern dann zu Hause gefragt haben nach der Schule, ob ich mich benommen habe, habe ich natürlich immer Ja gesagt. Meine Eltern dürfen niemals herausbekommen, was für ein Demon ich in der Schule war. Ey, was hast du erwartet? Das war die perfekte Karma-Schelle, so boom, voll in die Fresse. Ich muss das nochmal sehen, das war zu gut. Ach ja, wie Musik in meinen Ohren. Und apropos Musik in meinen Ohren, dieser Typ hier hat sich so einen Hamster gekauft, der alle Sounds nachspricht, die man selber macht. You're so cute. Ey, immer diese Chipmunk-Stimme. Ey, es gibt nichts, was mich mehr ab***, als wenn von irgendeinem nice Lied so ein goofy Chipmunk-Remix gemacht wird. Wieso ist das überhaupt noch ein Ding im Jahr 2023? Oder das war 2009, wo das cool war. Unerträglich, wirklich. Und hier wird dieser Hamster an eine Gitarre angeschlossen. Mal schauen, was passiert. Der ist zum Mond geflogen, wie er auf einmal weg war. Hat sich gelohnt, das Ding zu kaufen für diesen Versuch. Wie das einfach so hochgeploppt ist, ohne einen Sound von sich zu geben. Ja, geht steil nach oben. Und wisst ihr, was auch steil nach oben geht? Das Leben von Leuten, nachdem sie Bennard abonniert haben. Glaubt mir, mir haben Leute geschrieben, dass sie plötzlich erfolgreich wurden und nur noch nice Ladies gedatet haben, nachdem sie ganz einfach nur auf diesen Abo-Button geklickt haben. Aber ich will euch zu nichts zwingen. Eure Entscheidung, was ihr aus eurem Leben macht. Jetzt live. Streite mit meinem Ex. Was? Wer macht Promophase für einen TikTok-Livestream, in dem man sich mit seinem Ex streitet? Das muss doch fake sein, oder? Diese kleinen Randoms, irgendwelche NPCs, irgendwelche Sims. Oh, Yusuf, kauft euch, wenn er will, okay? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Die Welt steht wirklich vorm Abgrund. Jetzt gehen sogar schon Ex-Pärchen auf TikTok live, um paar Euronen zu machen mit diesen Münzen.
Ich glaube, tiefer kann man nicht mehr fallen. Irgendwelche NPCs, irgendwelche Sims. Die einzigen NPCs, die ich hier sehe, seid ihr zwei. Nicht mal das. Das kannst du vielleicht träumen. Das entspricht aber nicht der Realität, verstehst du? Weißt du, was der Realität entspricht? Hä? Dass deine Leute Pfandflaschen sammeln. Dass sie unter Brückenchiller-Menschen sind. Dass sie S-Bahn-Bettler sind. Was geht da ab? Die beleidigen einfach ihre Zuschauer, die ihnen Geld spenden, als Pfandflaschensammler. In der Hoffnung, dass sie sich dann denken, ey, was? Ich bin doch kein Pfandflaschensammler. Na warte, dir zeige ich's jetzt und spende noch viel mehr Geld. Und es gibt wirklich Leute, die darauf reinfallen und donaten. Das ist eigentlich noch trauriger als die beiden hier. Wo sind deine Wins-Memo? Sie hat in der ersten Runde leider gewonnen, ja. Als ich 10 Wins hatte, hat sie meine Wins genommen. Ey, Senior, was ist da los? Ich kann euch nicht ernst nehmen, Senior. Du hast sogar die Mal 2 geschafft. Alexandra mit Level 17 Olim. Größter Random, Junge. Komm, wir gehen wieder Gassi, Alexandra. Komm jetzt, wir gehen Gassi, Junge. Weißt du, der einzige... Oha, nach 10 Minuten Monolog von ihrem Ex schaltet sie sich jetzt auch dazu. Jetzt geht's ab. Weißt du, der einzige, der mit dem Gassi gegangen wird, bist du. Aber alles gut, gar kein Problem. Uff, mundtot gemacht. Da kommt jetzt nichts mehr von dir, hä? Alexander hat sich kurz angezogen, deine Leine geholt und dich jetzt wieder angeleint. Dankeschön, Alexander. Ich küsse dein wunderschönes Herz. Dankeschön, Dasi, favorite girl. Dankeschön, ich küsse dein Herz. So, und jetzt bist du ruhig, ne? Und jetzt bist du ruhig. Und jetzt bist du nicht mehr auf TikTok. Das machst du sehr fein. Super. Was fällt dir eigentlich ein, gegen meine Leute zu schießen? Verstehe ich nicht. So, in was für einem Bello-Film bist du? Hm? Leute, es gibt doch so Hundefilme. Mehmet und seine Köter, so. Ich kann das alles nicht mehr. By the way, das Lachen war nicht von mir eingefügt, okay? Das haben die selber im Live abgespielt. Also ich glaube, das hier ist der tiefste Punkt, den man in seinem Leben erreichen kann. Wenn du Geld brauchst, geh arbeiten. Frag deine Eltern oder zieh paar Omas ab mit Enkeltrick. Das letzte war nur Spaß, okay? Das war wirklich nur Spaß. Ich distanziere mich davon. Macht sowas nicht. Aber geh doch bitte nicht auf TikTok live und mach dich zum Affen mit Fake Beef für paar Euros. Wie viel ist das? 10 Euro? Plus davon geht noch die Hälfte an TikTok. Bruder, für 5 Euro machst du dich zum Clown und zum Hund im Internet. Peinlich, peinlich, peinlich. Bitte tut euch und eurer Familie einen Gefallen und werdet niemals so. Danke. Bei Fremden einsteigen. Ich werde heute bei jemandem Fremden ins Auto steigen und ihr seid live dabei. Das wird peinlich. Die Frage ist, bei wem soll ich jetzt einsteigen? Ich glaube, ich hab's. Hallo! Einmal zum Hauptbahnhof, bitte! Zisch mal ab! Hey, zisch mal ab, du Schla... Richtige Reaktion! Stellt euch mal vor, das wäre andersrum passiert, dass ein Typ einfach bei einer Frau eingestiegen wäre. Der Arme wäre wahrscheinlich in Knast gelandet wegen Belästigung. Messing with the homie during his interview. I'm a current freshman graduating at Lehigh University studying finance and I'm set to graduate in 2027. Ey, aber du kannst doch auch kein Jobinterview führen mit deinen Jungs im Raum. Das ist doch schon zum Scheitern verurteilt, bevor es überhaupt angefangen hat. Das war der Moment, wo er gemerkt hat, yep, das war's mit meinem Traumjob. Egal, war lustig. Für sowas würde ich auch meinen Traum blauen. Nichts geht über den Spaß mit den Jungs. Nichts, okay? Wenn sie echte Freunde wären, würden sie wollen, dass Bro den Job bekommt? Facepalm-Emoji. Nein? Genau sowas machen echte und beste Freunde aus. Genau wegen so einer Scheiße hält man für immer zusammen. Sorry, aber das sind Dinge, die Mädchen nie verstehen werden. Freundschaft zwischen Typen ist eine andere Welt, die man nur verstehen kann, wenn man selber drinsteckt. On God! Und wenn euch eure Freunde noch nie in einer ernsten Situation getrollt haben, dann läuft irgendwas verkehrt. Top 3 der mächtigsten Familien in Fortnite. Wow, 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 was für gefährliche Familie in Fortnite. Das ist ein Computerspiel und es entspricht nicht der Realität. Sorry, falls ich gerade irgendeinem Fortnite-OG zu nahe getreten bin, aber es stimmt. Auf Platz 3 steht die Familie von Midas. Die Midas-Familie gehört zur High Society von Fortnite und hat ihren Sitz in der Agentur. Sie ist bekannt für ihre starke Verstrickung in Verbrechen und Geheimdienstdienste in Fortnite. Die Familie besitzt eine beträchtliche Wohlhabenheit durch Schmuggel
und hat daher die Kontrolle über die gesamte Karte. Was für Schmuggel, was für Geschäfte, was für Midas-Familie. Wenn die Midas-Familie wirklich so heftig ist, dann kommt doch, kommt! Ich bin hier, ich stehe hier, kommt, wenn ihr euch traut. Es wird behauptet, dass Midas und seine Familie ein Vermögen von 5 Milliarden V-Bucks besitzen. Wer denkt sich sowas eigentlich aus? Auf Platz 2 steht die Familie der Marodeure. Eine düstere Familie, die nachts an unheimlichen Orten auftaucht. Was labert der eigentlich? Was für Marodeure-Familie oder wie die hieß? Das sind irgendwelche Skins aus dem Itemshop für 3 Euro. Die Familie steht unter dem Verdacht, für mehrere beunruhigende Verschwinden in der Karte verantwortlich zu sein. Die Marodeure bewegen sich stets in Gruppen und sind äußerst furchterregend, da sie gegenüber ihren Zielen gnadenlos sind. Bro, der hat einfach Mafia-Clan aus dem Spiel gemacht. Fortnite ist einfach neue Mexiko-Kartell geworden. Aber ich bin gespannt, wer Platz 1 ist. Auf Platz 1 steht die Familie Jonesy. Oh nein, die Familie Jonesy. Ich hab richtig, richtig Angst vor der Familie Jonesy. Ich nehme auch alles zurück, was ich hier gesagt habe, was respektlos gegenüber der Familie sein könnte. Ich entschuldige mich, weil ich will alles aber nur nicht eingepackt werden von der Familie Jonesy. Diese Familie ist für die Erschaffung der Insel Fortnite verantwortlich. Sie kontrolliert die gesamte Insel und ist maßgeblich an den meisten Ereignissen beteiligt. Ey, Spaß beiseite. Das war echt Bullsch. Wer kam auf diese Idee und hat dieses TikTok gemacht? Der Bre war ein bisschen zu sehr in seinem Mafia-Film. Und Freunde, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten wird euch die Familie Midas entführen. Bitte, Familie Midas, entführt mich. Rettet mich vor dem Elend auf dieser Welt. Ich will einfach nur weg. Naja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Kuss geht raus an jeden, der abonniert und Abonnent ist. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.